Ja, hallo, Grüße aus Eusberg und leider auch aus der Corona-Quarantäne. Ich habe zum Glück einen sehr leichten Verlauf, nur ein bisschen mit dem Hals. Donnerstag bin ich getestet worden und seit Freitag habe ich das Ergebnis. Ja, mein Thema ist heute Röhrlinge als Speisepilze im Markt. Und hier möchte ich die Röhrlingsgruppen in vier Gruppen einteilen. In der ersten Gruppe die Schmierröhrlinge, in der zweiten die Raufüße und als drittes die Filzröhrlinge und als viertes die Dickfußröhrlinge. Ja, die Filzröhrlinge, die gibt es ja jetzt so nicht mehr, die Einteilung, da sind jetzt nur noch die Filzröhrlinge und die Ziegenlippen und Rotfußröhrlinge sind wohl noch mal extra gesondert und Maronenröhrlinge sind dort raus, aber ich denke, wenn wir damit für uns Anfänger damit arbeiten und auch über die Wissenschaft mal drüber wechseln, dann geht das in Ordnung. Fangen wir an mit den Schmierlingen. Es gibt dort zum Glück keine Giftpilze. Wir haben da zum Beispiel den Goldgröhrling und den Hohlfußgröhrling. Die wachsen unter Lärchen. Dann gibt es unter Kiefern die Butterpilze, die haben einen braunen Hut und einen Ring. Die sind aber oft nicht verträglich. Und dann gibt es unter Kiefern noch andere Schmierröhrlinge, die aber dann minderwertig sind eher und für Pilzpilze geeignet sind oder als Mistpilze.